Herzlich willkommen zurück zu Sparrow 2 Gateway to Klimmer. Wir sind hier bei Aquariare. Oh, ah, Ems. Und mein Controller hat sich gerade gedacht, einfach auszuschalten. Achso. Oh, wollte ich gar nicht. Ups. Und können wir den Prolog zu hören? Was wolltest du sagen? Die merkwürdigen Typen mit den Elektrosticks haben unser Wasser abgelassen. Wir kriegen es nur zurück, wenn jemand den Schalter betätigt, den sie bewachen. Okay. Oh, meins. Krabbe, Krabbe. Ah, dass wir kein Feuer sprengen können unter Wasser. Kappa. Kipo. Wachsen wir weit hochgeflogen. Um 14. Lol, wie hoch kommen wir? Oh mein Gott, wenn die... Schade. Kann ich den Double Jump? Hallo? Was bitte? Danke. Wenn ich den Double Jump klitsch, dann kann ich da auch bestimmt hoch. Aber wie ich bereits schon letzte Folge gesagt habe, erschienen ist das für den Pussys. Auf bist du die ganze Zeit so selben. Und folg mir auf Snapchat. Ich glaube, wenn ich da runterspringe, sterbe ich. Ich bin sogar One-Shot und das, obwohl er mich schon nicht verbrüht hat. Nice. So gefällt mir das. So ist das geil. Warte mal. Müssen diese... Okay, warum auch immer die Heißspasten dann nicht rausgehen? Obwohl sie das hundertprozentig können. Meine. Wäre sonst zu schwer, ne? Meine. Dinger, die One-Shotten können. Und das, obwohl sie einen noch nicht mal berühren. Ist bestimmt zu schwierig. Für Pussys. Wenn ich wäre für Kinder, ich meine. Interessiert sich bestimmt für die Kinder. Ich will eine Herausforderung. Nicht so etwas für Pussys. Schade. Wollte ich ein bisschen hier beweisen. Irgendwo noch irgendetwas? Denke mal nicht. War ich da gerade wirklich reingebackt? Nice. Alte Spiele sind. Oh. Warte mal, hä, wie können die Elektrizität unter Wasser haben? Das macht überhaupt keinen Sinn. Stirb. Stirb, die.
Spyro. Du bist härter, als du aussiehst, um es hierher zu schaffen. Du wirst aber auf keinen Fall an den Metallhain vorbeikommen. Aber ich könnte dir wohl mein U-Boot leihen. Gegen eine bescheidene Gebühr natürlich. 5000 Gold. Okay, 100. Niemals. Dann eben nicht. Schwimm nur nicht durch den Tunnel. Diese Metallhaie sind ziemlich unzerstörbar. Unzerstörbar? Na gut. Hi, Spy. Ach, scheiße, hätte noch irgendwas zu sagen. Okay, es gibt noch einen Weg, die halt zu töten. Na gut, natürlich. Warum spielst du sofort automatisch runter? Oh. So, ich konnte doch gar nicht als alles erkunden. Guck. Dann hätte ich jetzt nicht noch extra nachgeguckt. Ne? Dann hätte ich niemals diese Edelsteine damit genommen. Niemals. Ach, daneben. Und oh, hier ist sogar schon das Ende. Jo. Danke schön. Unsere Welt ist wieder nass. Wir alle möchten, dass du diesen Talisman von Aquaria als Erinnerung an uns erhältst. Yay, 6 von 6 Talismane. Easy. Das ist so knapp. Und wieso kommst du nicht rein? Meine Nase juckt. Okay. Ich muss treffen lernen, holy shit. Controller, please. Was explodiert? Der Timer. Und mein Skill ist explodiert. Holy shit. Wo geht's hier lang? Da. Es gibt noch ein Robohai, die wir noch töten. 4 Robohai, die wir noch töten müssen. Die waren hier irgendwo. Da. Yay, hier so viele Gems. Wie viel noch? Einer. Nee, doch, relativ viel. Okay. Wo könnten die sein? Da ist zum Beispiel noch einer. Was ist das eigentlich mit diesen Zahlentüren auf sich? Und wieso habe ich die ganze Zeit nur 2 gesehen und das, obwohl ich alles eigentlich alles suche? Was passiert, wenn man diese Superflammenböcke da abschießt? Nichts. Hm. Okay, wo müsste ich hin?
Da fehlt er nicht. Da ist nur die Luke. Okay, wie komme ich? Wo geht's weiter? Achso, das hier ist. Der einzige Ort, wo anscheinend Wasser ist. Great. Okay, ah, da ist noch was. Und trotzdem immer noch nicht alles. Hier haben wir noch. Hier nicht, oder? Drei Kugeln. Wir haben hier noch drei Kugeln und die sind hier nirgendwo. Beziehungsweise ich sehe keine NPCs. Das hat doch irgendwas mit den Türen zu tun. Aber was? Was hast du so sagen? Gar nichts. Und du? Auch nichts. Das ist scheiße. Oben ist auch nichts. Da oben auch nichts. Okay. Nichts zu finden. Okay, wir haben eine 4. Was hier? Die 3. 3, 4. Okay. 3, 4. Hier drüben war 5. Sonst nichts. 3, 4 und 5. Hier ist die 6. 3, 4, 5, die 6. Und hier ist wieder der Anfang. Warte mal, hier geht's nach oben. Ah. Okay. Okay, was willst du? Die Wasserwerker haben 6 meiner Kinder entführt und sie oben in den Zahlentürmen versteckt. Ich habe etwas Sprengstoff besorgt, um die Türen der Türme zu sprengen. Wenn du die Spitze der 6 nummerierten Türme erreichen kannst, sind meine Kinder gerettet. Okay. Hier haben wir 1, 2. Lol. Damit habe ich jetzt meistens nicht gerechnet, dass die elektrisch geladen sind, die Türme. Ah, na gut, das muss ich ja schwer machen. Okay, nice. So, ich wette, wir werden dann wieder sofort teleportiert. Also suchen wir den Weg wieder nach unten und sammeln schon mal einiges ein. Schön wäre es alles, aber naja. Oh ne, nicht Hunter.
Da. Auf zu Sam. Achso, nur eine gerade? Okay. Lol. Da sind bestimmt jetzt zwei Krabben drin. Beim nächsten dann eine Krabbe und ein Elektroturm, beim zweiten zwei Krabben. Nevermind. Hier ist anscheinend doch etwas anders. Hm? Wo geht's nochmal lang da? Ah, da unten, dann nach oben, dann andere Richtung. Okay, was hier? Bei Kram und Elektrotor. Was ist halt Krabbe? Ich bin behindert. Hehehe. Stirb, Krabbe! Und nach ganz nach oben. Und wir sind free! Really! Ab zum letzten Bereich. Wo auch die letzte Seepferdchen-Baby ist oder so. Guck mal, Siku. Ui! Ab nach unten. Das merkt man, dass man vorher die Blitze noch nicht gehört hat. Nein. Nein! Wieso, Spyro? Wieso bist du verbuggt? Wieso kannst du dich einfach direkt nach geradeaus spielen? Lass mich raten, ich muss jetzt alles von vorne machen. Okay, Tor Nummer 2 ist bereits offen. Ich gehe mal zu Tor Nummer 6, um das herauszufinden. Ob ich nochmal wirklich alles von vorne machen muss. Oder ob ich jetzt beim DF beim letzten. Nein, ich muss ab 3 wieder von vorne mal gehen. Yay, Sterben ist so spaßig. Woo! Das nur, weil ich davor getrollt habe. Am nach. An der Mauer. Autsch. Das ist ja dumm. Aber ist fein, ist fein. Ey, wir hängen jetzt schon 18 Minuten an ein einziges Level. Na gut, wir haben auch die ganze Zeit nach der ersten Mission gesucht. Yay. Ach, noch gekillt. Ja, da geht's an. Nein! Als ob! Oh. Wieso? Was muss das mir denn dann passieren? Wieso speichert vorher nichts? Der Maul. So,
Meter Ding. Och, ey, das tiltet jetzt. Das tiltet jetzt ziemlich hart. Zack, easy. Wir sagen Full Life. Beim letzten Tor. Ich glaube, diesmal speichert auch eine Fee. Hier, speichert, du Bitch. Ja, so lange hat es also gedauert, bis bei gespeichert wird. Alles klar. Immer, dass vorher nicht gespeichert wurde, obwohl ich die ganze Zeit an der Bitch vorbeigerannt bin. Okay, das wird zu schnell. Wuff. Du hast es geschafft. Jetzt können wir in Frieden weiterschwimmen. Ich habe gehört, dass du Kugeln sammelst. Nimm diese hier. Dankeschön. Das ist... Ich hab grad vergessen. Controller! What the fuck? Was war das denn jetzt? Oh. Du hast vielleicht beinahe gestorben. Oh, werde ich gerade unsichtbar geblockt? Unsichtbar gewandt? Unsichtbar gewandt. Klingt eigentlich ziemlich scheiße. Sollte ich auch von Wort spielen, weil ich es nicht kann. Holy shit. Und man erkennt sogar, wo die unsichtbar waren, das. Also ist sie doch nicht so unsichtbar. Na doch, eigentlich schon nicht so unsichtbar. Ich komm schon, 2 Uhr. Okay, mir fehlt bestimmt ein einziger. Ne, wir fehlen 60. Okay, so soll nicht sein. Bestimmt oben irgendwo. Nein. Hä? Da ist noch ein bisschen. Oh, ein 25er. Ein 10er. Ein 10er, ein 5er. Und... Jawohl, nice. Okay, was willst du, Hunter? Ich habe versucht, meinen neuen Hausrochen zu zähmen, aber er will nicht gehorchen. Hey! Du hast die richtige Größe, um auf seinem Rücken zu reiten. Alter. Cool. Spring auf seinen Rücken und steuere ihn durch alle Blasen, die erscheinen. Und vergiss nicht, dass er nagelneu ist. Also versuch, keine Beulen oder Kratzer reinzumachen. Wie so ein Auto, Alter. Gemacht. Ich denke, dafür schulde ich dir was. Hier. Yay. Und was ist die zweite Mission, Hunter? Ich muss weiter, Mama. Da der Rochen jetzt gezähmt ist, würde ich ihn gerne in Rennform bringen. Willst du ihn durch einen schwierigeren Parcours reiten? Okay, viel Glück. Warte mal, Hunter. Alles klar. Wilder Ritt, was? Okay, kann ich auch irgendwie ein bisschen beschleunigen? Das fühlt sich gerade ziemlich langsam an. Aber es war schon ein bisschen BS, dass das davor gezählt hat, als hey, du bist irgendwo gegenkommen.
Ich bin legit nirgendwo gegengekommen. Okay, easy. Unglaublich! Du hast echt Talent! Ich weiß. Ich könnte einen Partner wie dich brauchen. Du kannst auch die Kugel aus der anderen Flosse haben. Warum hat das so... Ich hinterfrag's nicht, Hunter. Ich hinterfrag's einfach nicht. Yay! Nach so langer Zeit, endlich! Aqualia! Na, was geht? Tschüss. Never BM your friends. Never. Ever. Or else we gonna die. Okay, wir versuchen das erste Fluglevel. Wenn es im First Flush klappt, dann nice. Nevermind. Gut gemacht, Spyro. Da du jetzt 6 Talismane hast, wird sich das Tor öffnen. Besser. Okay, Spyro. Spring in das Loch im Boden, um zu Crashs Kerker zu gelangen. Ich helfe dir, indem ich Schafe durch das Loch werfe, wenn ich sie fangen kann. Viel Glück! Er hat gesagt, dass ich es mache. Erstmal aufs Fluglevel. Aber Fluglevel ist viel wichtiger als du. Ozeanling. Ling ding. Ding 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 dong. Flug, 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 Flug. Was ist diese Ringe? Hä? Bin nass. Schade. Wo lang da? Oh nein, Flugzeuge, Boote sogar, oh lol. Wie auch immer ich den getroffen hab. Oh lol, ist ja knapp. Die letzten zwei. Also ob ich den nicht getroffen hab. Wo ist der letzte? Da. Okay, es wird nichts. Nochmal, komm. Leider falsche Richtung geflogen. Am Ende. Unlucky! Den hättest du auch mitnehmen können. Na egal. War das gerade ein Boot? Oder bin ich einfach dumm? Okay, diesmal gegen die Fahrrichtung. Nein, was mache ich? Was mache ich? Bin ich dumm? Warum fliege ich nicht einfach? Bin ich dumm?
Ich bin dumm. Oh mein Gott. Das wäre so ein Free Win gewesen. Holy fuck. Okay, nice. Okay, ich hab die Zeit. Ganz in Ruhe. Jawohl, easy. Sogar 50 Sekunden glücklich. Ich hab irgendwas gehört, dass ein Time Trail Mode irgendwas passiert. Na? Du hältst dich jetzt wohl für ziemlich gut. Ja. Mal sehen, ob du so gut wie der derzeitige Champion bist. Immer. Also Spyro, dies ist der Champion. Um das Rennen zu gewinnen, musst du durch alle Ringe fliegen. Aber Vorsicht, wenn Jäger zuerst durchfliegt, schrumpfen die Ringe. Oh. Ja, come on. Also, woher soll ich wissen, wo er hinfliegt? Es ist. Von meinem First Try. Das war knapp. Das schon, wenn ich jetzt irgendwie ein bisschen abbremsen könnte. Nein! Fuck it. Es ist schwieriger, als du dachtest, was? Warte mal. Ein bisschen ruhiger fliegen, dann davon schon. Ich versuche einen Hunter zu überholen. Auch wenn deshalb der Name Rennen und mit Justus ist. Sondern einfach in Ruhe. Ich habe den Ring nicht bekommen. Es ist schwieriger, als du dachtest, was? Na gut, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Bis dann, ciao. Spyro, da du jetzt 6 Talismane hast, wird's